Am vergangenen Freitag hatte Mariano Rajoy sein Amt als Ministerpräsident von Spanien verloren. Jetzt legt er auch sein Amt als Vorsitzender der Spanischen Volkspartei nieder. Seit 2004 leitete Rajoy als Vorsitzender die konservative Partido Popular. Nun zwingt ihn eine Korruptionsaffäre in seiner Partei zum Rücktritt. Die Volkspartei muss ihre Geschichte im Dienste des spanischen Volkes unter der Führung einer anderen Person fortsetzen und ausbauen. Ich mache das aus zwei Gründen. Es ist das Beste für mich und für die Partei. Und ich glaube auch für Spanien. Alles andere ist egal. Ein von den Sozialisten eingebrachtes Misstrauensvotum hatte Rajoy vergangene Woche als Ministerpräsidenten gestürzt. Hintergrund ist ein Korruptionsskandal, in den frühere Spitzenpolitiker der Spanischen Volkspartei verwickelt sind. Auch die Volkspartei selbst wurde bereits zu einer Geldstrafe verurteilt.